So, Leute, weiter geht's. Ich muss mal was ausprobieren, ob das hier jetzt passt. So, ist das hier jetzt, kommen wir hier jetzt in den Bereich? Nein. Doch, 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 doch. Ach, was. Ah, okay, wir müssen einen höher. Okay. Wir müssen einen höher. Denn ich möchte jetzt etwas haben wie so eine Zeitschaltuhr, die jetzt immer mal dieses Ding, diesen Sensor auslöst. Und dafür. Bauen wir uns jetzt hier einen Sensorauslöser. Quasi so eine Art, ne? So, ich muss jetzt nur mal hier auf. So, komm, komm, stopp. Stillgestanden. So. Also 1, nein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. So. Also 5, 10, 15, 20, 23 jetzt in die Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ganz schön lang. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, das muss ich jetzt natürlich wesentlich langsamer drehen, ist doch klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So, und jetzt brauche ich. Ja, jetzt müssen wir eigentlich. Hier sowas ranmachen irgendwie. Und da brauchen wir dann natürlich einen Motor, der dann durchgehend läuft. Da reicht dann natürlich ein E-Motor. So. Und dann machen wir hier ein so, einen Moment. So, jetzt muss ich mal eben kurz was aufschreiben. So, jetzt machen wir hier hier natürlich dann einen Knopf, den wir am besten auch erreichen von der Fläche, von der Stelle aus hier. Das heißt, wir brauchen mal eben kurz wieder. So, das ist jetzt viel zu schnell.
Das ist keine gute Idee. Okay, Moment. So, mal gucken. Das ist eigentlich fast perfekt. Okay, dieser so ein einzelnes Dingens macht natürlich nicht viel, sondern... Ja, das war schon wieder fast zu viel. Also immer so zwei. Immer so zwei wären gut. Ach nee, gar nicht. So. Eins, zwei, drei, vier dazu. Eins, zwei, drei, vier. Wenn das jetzt wie ein Hakenkreuz aussieht, dann tut es mir wirklich leid. Ne? Also tut es jetzt absolut nicht, aber trotzdem. 1, 2, 3, 4. Ne? Anders geht es leider nicht. 1, 2, 3, 4. Ist ja eigentlich nicht schlecht, ne? Aber dieser Pendeleffekt, der ist halt gar nicht da, ne? Vielleicht müssen wir einfach jeden zweiten wegmachen. Und dann vielleicht hier auch noch einen kürzer. Weil der soll sich eigentlich auch nicht überschlagen. Ja, das ist doch klasse. Okay, ab und an mal ein Looping ist ja okay. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal ist. Okay, wartet. So, am Anfang, na gut, am Anfang fangen die halt ein bisschen schwächer an, das ist ja klar. Oh, das ist bisher ziemlich gut. Das ist natürlich vom Timing her doof, wenn der gerade nach links schwingt, dann den Schub zu bekommen. Besser wäre es natürlich andersrum, aber Leute, es ist halt nur ein Spiel, ne? Man hat hier halt nur so ein paar Möglichkeiten. Aber ich finde, als Schiffsschaukel geht es durch, oder? So, einen Moment.
Doof, dass der immer nur, wenn er mal ein bisschen Tempo bekommt, hinter dem Stuhl sitzt, ne? So, machen wir mal über die Schulter die Kamera immer so. Ah, mit Airtime. Es ist jetzt nicht so extrem. Also man könnte natürlich auch sagen, hier gib Kit und mach 75.000 Loopings oder hier 11.000 Umdrehungen die Minute oder so, aber die soll ja schon noch ein bisschen authentisch rüberkommen, ne? Also ich finde die okay. Ist nichts Besonderes, aber wie gesagt, für meine Verhältnisse ist das technisch richtig gut. Sogar die Zeitschaltuhr, also ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und, naja. Also, nächste Folge. Ist ja lustig, dass wir uns hier gar nicht mitdrehen, wirklich, ne? Wir gucken in die eine Richtung und drehen uns gar nicht. Hier. Und der bleibt immer auf der gleichen Stelle stehen. Sehr witzig. Wie macht er das? Na gut. Er ist halt so programmiert, ne? Wahrscheinlich so ein... Naja, nicht hundertprozentig realistisch, aber... Wen interessiert's? Also. Dann würde ich sagen, ich warte mal ab, wie es beim Kart ist. Ich möchte da schon gerne weitermachen, aber Leute, wenn das mit den Karts nicht klappt, dass die dann immer nur am Hüpfen sind, dann habe ich da keine Lust drauf, ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge dann. Ich kann nicht versprechen, dass jetzt direkt morgen die nächste Folge kommt, weil kann sein, dass ich da erstmal ein bisschen warten muss, aber ihr werdet es dann ja auch spätestens dann morgen auf meinem Kanal sehen. Also wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht es gut. Bis dann, Leute. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Bis dann. Moin Leute, ja, ich nochmal. Ich habe nochmal offscreen so ein bisschen was probiert, gerade jetzt bei der Kartbahn. Ich habe Vorderradantrieb mal rein, also nur Vorderradantrieb, nur Hinterradantrieb. Ja, das mit den Federn, weil die immer so riesig sind, ist das gar nicht so einfach, die da irgendwie zu implantieren, ohne dass das direkt aussieht wie so ein sonst was. Auf jeden Fall sollten die Cars ja doch ein bisschen, ja, kleiner, handlicher, ohne groß gefedert zu sein. Und nur an der Strecke bauen. Ich hätte da schon Lust, aber ich habe auch aktuell echt viel zu tun, viel um die Ohren. Ich würde fast sagen, deswegen habe ich mich nochmal eingeklinkt, wir haben ja auch noch ein paar andere Projekte, dass wir erstmal jetzt nicht mehr regelmäßig Scrap Mechanic machen. Ich werde da mal noch mir so ein paar Ideen, wenn ich mal ein paar Ideen habe, mir das mal rausschreiben und... Dann geht es vielleicht dann irgendwo nochmal weiter, aber jetzt haben wir ja erstmal noch ein paar andere Projekte, wo wir gerade bei sind und privat habe ich auch ein bisschen was zu tun. Und ja, ich will es nicht unbedingt auf Eis legen, aber erstmal hier jetzt nicht mehr laufend folgen. Ist aber ein wirklich lustiges Spiel, wenn mir wieder was einfällt oder wenn ich mal Bock habe, dann hänge ich da nochmal was dran, das seht ihr dann ja auf meinem Kanal. Aber jetzt so super regelmäßig jeden Tag, das schaffe ich leider nicht mehr, wollte ich euch nur mal kurz sagen. Ja, wie gesagt, ich werde da nochmal in Ruhe nochmal rumgucken und dann bauen wir vielleicht auch mal weiter. Vielleicht nehme ich auch ein bisschen was auf Vorrat auf, um euch das dann nochmal zu zeigen. Also ich will es nicht 100% abschreiben, also kann schon nochmal sein, dass da nochmal was kommt, aber nicht unbedingt jeden Tag. Also, das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.